So, Opa, da sind wir endlich, hä, bitte, Papa, guck mal. Bitte, bitte, können wir wieder zu nach Hause? Ich nein, 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 das Ding hat 7 von... Und sind wir. In dem Altenheim, das Ding hat 7 Sterne von 100 auf Yelp. Das können wir Opa doch nicht antun, Papa. Natürlich können wir das Opa antun. Opa schmeckt uns die ganze Badewanne voll, der muss langsam mal ins... Ne? Ich bin erst 86. Ja, Opa, und da ist es schon längst Zeit, entweder eingeschläfert zu werden oder ins Altenheim zu kommen. So, gehen wir mal rein hier. Nein. Es ist ein Spartarif, der ganze Staat zahlt das hier, das ist ganz gut. Guten Morgen. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich habe meinen Vater hier angemeldet, den Hugo. Alferstein, hör auf, bitte benimm dich, ja? Kinder müssen draußen warten. Nee, okay, nee, 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 nein, 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 Alferstein, das wenn ist erstmal ein Bus. Kann ich sogar drin bleiben. Alferstein, kommst du wieder rein bei der Frau, ja? Warum sitzt da vorne ein Typ, ist ja auch egal, da sitzt einfach ich jemand schon auf dem groß. Dach. Ich kann hier bleiben. Okay. Da sitzt ein alter Mann auf dem Dach, ist das, ist auch, ist egal, wir... Riech dir das, es stinkt hier richtig hart. Ja, das ist... Können wir vielleicht ein anderes Altersheim bekommen? Nein, 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 nein. Gerne zu meinem Kollegen. Dankeschön, Dankeschön, guten Morgen. Wieso haben Sie eine Maske an? Hallo, ich bin Igor. Ja. Ich bin Mann machen, alte Mann sauber. Du kannst okay. mich hier nicht lassen! Ich Opa, halt mal! Ich zeige Ihnen eine Richtung, kommen. Okay, ja, da, okay. Da warten sitzen. Okay, halt. Hier oder wo? Hier warten sitzen. Okay, ja, okay, alles klar. Er kann nicht mehr Deutsch! Nicht jetzt warten sitzen. Das ach so, ist ach so. Wer ist das hier? Wer ist das hier? beruhigen Sie sich! Hey, wer beruhigst du? Hey! Okay. Geil. Oh, der hat eine Waffe. Er kann auf jeden Fall die Opa-Sprache. Nehmen Sie Ihre Tabletten. Nehmen Sie Ihre Tabletten. Nehmen die Tablette. Ganz ruhig, Opa, nimm die Tablette hier ein. Was soll das? Was soll das? Einfach geil. Lukas, das war's doch du! Nein, was? Ach gut, okay. Glaub mir, Kumpane, ja, überall okay. Geister unterwegs. Wo sitzt denn jetzt? Kommst du auf deine Stimme? Du, Alter! Er muss einfach nur seine Tabletten okay, nehmen. Können wir das... Also, wollen wir vielleicht, Lukas, wollen wir vielleicht einfach uns das Altenheim kommen, anschauen? Kommen nein, wir nicht. Und ich würde sagen, dass der andere alte Mann bei der Dame hier unten bleibt. Kommen Sie Lukas, her. Bleib mal bei dem alten Mann hier unten, das ist super. Zieh deine Hose aus. Okay, Sie kommen. Ja, okay. Sie kommen hier. Okay, ist ziemlich trostlos hier eingerichtet, ne? Das ist schön. Für alte Mann gut. Da ist Zimmer von diesem Mann. Okay. Ist ja nicht mal ein Fernseher Papa. Drin. Das ist doch, was ist das, dass du da liegen, du Sohn, halt! Also, hier soll Papa. Ich leben? Das ist dein Zimmer. Ja, das wird ja nicht mehr allzu lange dauern, dein Leben. Kommen Sie, ihr noch nicht Frage, fertig. Aus Kostengründen, gibt es die Möglichkeit, hier eingeschläfert zu werden? Das geht natürlich. Ich mache einen Papa, bleib mal in deinem Zimmer. So, ja, und was haben wir hier noch? Jetzt zeigen Sie nochmal. Das ist ein Kinderzimmer. Alferstein, das ist ein Altersheim, ich glaube nicht. Da sind alles Zimmer. Hey. Ja. Wie viele Leute wohnen denn hier mittlerweile? Eine. Oh, eine, na, Opa, komm. Ist egal, du bist eh nicht der kommunikativste Mensch, oder? Ich glaube, es spukt hier. Nein. Kommst du rein? Oh. Unsere Kirche. Ah, hier wird regelmäßig der Teufel beschworen, damit die alten Menschen endlich lernen, wo sie herkommen. Aus genau. der Hölle. Guck mal, Opa, kannst du dich schon dran gewöhnen, was der Papa hier macht? Und ich bleibe hier nicht, hier spukt. Ich habe gerade das Ringmädchen rumlaufen sehen. Draußen. Bin weg hier. Ja, ja. Nein. Warte, lass uns den okay. Rest noch anschauen. Ich geh ganz kurz. Bitte, du, Opa. Ja, ich geh ganz kurz auf Toilette. Opa. Nein. Du kannst dir einfach in die Hose machen, du trägst eh Windeln. Opa, kommen. Ah, guck mal hier. Fußball, hier, oder was? Diese Mann ja? hat gebaut dieses Haus. Ich glaube, der ist tatsächlich vom Teufel besessen, aber es interessiert mich nicht, weil mein Vater mir komplett egal ist. Können wir Opa hier wenigstens drin besuchen, Papa? Auf keinen Fall. Was der mit dem Mann da hinten spielt mit dem Ball? Also. Geister! Hey, du, hast du Tablette genommen? Hast du Tablette genommen? Ich quickscope den alten Sack einfach. Ups. Geil, Alter. Die haben ja auch Waffen. Das gefällt mir richtig gut. Ganz kurze Frage. Ist vielleicht die Möglichkeit, dass mein Sohn Lukas auch hier bleibt? Kommen, machen. Ich muss am Montag wieder in die Schule, Papa. Kann man. Lukas, du wirst deinen Hauptschulabschluss eh nicht schaffen. Gut, was haben wir hier? Kann man machen. Hier kann man sitzen. Ja. Ja. Kann man rauchen, Zigarette, Shisha. Guck mal, Opa, du kannst den ganzen Tag hier sitzen und rauchen. Ganz ehrlich, ich muss ganz kurz auf Toilette. Nein, Moment, Opa. Opa. Opa, wohin? Opa? Bleiben Sie! Opa! Hallo, komm zurück! Hey! Opa! Bleib stehen, ich schieß sonst! Danke, dass Sie aufgehalten, diese Tür. Ja, Arschloch. Ja, ja. Mein Vater ist ja schon gewöhnt mit Betäubungsgewehr. Okay, haben wir hier irgendwie noch einen Pool oder sowas? Wir haben noch große Pool. Hier, na, oh. Runterbleiben, da gerade, genau. Opa? Ja, gut, der wird wahrscheinlich. Der wird. Oh, der andere alte Mann hat eine Kanone. Ich weiß nicht. Hey, Achtung! Bleib ruhig! Ich weiß ja. Oh! Hey.
Der alte Mann hat eine Kanone. Ich weiß ja nicht, also. Bitte schießen Sie, bitte schießen Sie. Okay, ich quickscope den Sack. Okay, ich hab ihn. Ist das hier sicher? Ich meine, hier stehen Geschütze aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist das hier? Natürlich ist es hier sicher. Wir haben auf alles geachtet. Alles okay, ist mit Spaß gut. Verbunden. Passen Sie auf, Lukas. Ja. Geh mal kurz in den Pool rein. Darf ich schwimmen gehen? Alphastein, du nicht. So, Lukas, du bleibst jetzt hier. Komm, Stein, wir laufen einfach. Opa und Lukas bleiben hier. Komm, Stein, wir kommen in der Woche. Es ist mir egal, wir kommen in der Woche oder zwei Monaten wieder oder sowas. Lauf, Stein, lauf. Nutz deinen Impuls-Nails, um hier rauszukommen. Schnell! Auf Wiedersehen, machen Sie einen guten Tag. Okay. Viele Monate später. Ah, Stein, ich weiß... Boah, Alter, ich... Ups, Achtung. Ja, was denn? Nimm das Handy weg, Stein. Du sollst ich kriege einen Anruf. Ja, okay. Oh... Was denn? Ich krieg einen Anruf. Ja, okay. Stein? Das Mädchen. Welches Mädchen? Die Sekretärin da. Ah, ihr habt euch connected. Das ist sehr schön. Okay, gut. Ich hoffe mal. Stein, ich bin ganz ehrlich. Nimm dir. Wir haben ein Treffen. Ja, gut, dass du die Waffe dabei hast, weil für den Fall, dass Lukas noch lebt, können wir ihn direkt eliminieren. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ach, Sie sind das. Ja, wir haben Ihren Vater gut versorgt. Ich habe meinen Vater hier vor ungefähr, lassen Sie mich nicht lügen, 2 Monaten oder sowas das letzte Mal hingebracht. Ist der Mann da vorne am Saufen? Extra gerade. Oh, es ist okay. Alles ist gut, Stein. Nein, Stein. Das ist meine Erziehung. Lass den Jungen in Ruhe. Das ist vollkommen in Ordnung. Bitte. Oh, da hätte ich jetzt auch mal kurz Bock drauf. Erstmal richtig einen reinstellen. Trinken wir doch erstmal alle einen, oder? Frau auch, trinken, komm. Auf geht der Hase. Ich bin schon voll. Ja, das sieht man. Ich würde es hier auch nicht anders aushalten in dem Drecksladen. Hier stinkt es echt nach Pisse und Kacke. Das kann man sich echt nicht erlauben. Gut. Ja, sind halt alte Menschen. Du hast vollkommen recht. Okay, gut. Wo ist der mein... Ach, eigentlich will ich ihn gar nicht sehen. Können Sie mir einfach sagen, dass wir hier gewesen sind und wir gehen wieder? Ja, machen. Aber ja? Gucken. Ja, okay, ja. Wo ist Lukas? Gucken. Lukas? Ich weiß... Hallo, mein Kind. Hier. Ist das nicht die Hexe? Tabletten. Ist das nicht die Hexe aus dem Wald da vorne? Nein, das ist Doktor. Alte Doktor von Ding. Weiß mir nicht. Lukas? Ist ja auch egal. Gut, dann schauen wir mal, wie es meinem Vater geht. Lukas, du bleibst einfach hier. Ne, Lukas? Merkt der noch was oder kann ich einfach auf den schießen? Du kannst nein, machen, was du willst. Der merkt gar nichts mehr. Okay. Lukas! Oh, ach, naja, egal. Bringen Sie ihn einfach wieder in die Kapelle. Der Zustand gefällt mir. Der hält da wenigstens die Fresse und ich kann das Kindergeld kassieren. Okay, wo ist denn mein Vater? Bitte folge meiner Frau. Was haben wir denn hier vorne? Eigentlich ist das eine Sauna? Bitte folgen Sie ihm. Ja, natürlich folgen wir. Natürlich, ganz klar. So, den Papa, Ball. Papa, hat wie abgelenkt. Lukas, ja, abgegrieft. Du mich auch, Lukas. Ist mir echt egal. Kommst du in Lukas, geh zurück in die Kapelle. Lukas, in die Sauna. Komm in die Sauna rein, aber Lukas, ist gut. Lukas, rein da jetzt. Papa. Und die Tür wird abgeschlossen. So, auf Wiedersehen. Perfekt. So, wo ist denn mein Vater? Hier hast du ein bisschen Spaß. Folgen Sie, Frau. Wo ist der Vater? Ja. Frau, hier draußen, diese Frau. Okay. Frau. Ja, geil, Flamme. Nein, Moment mal. Wo ist mein... Papa? Oh mein Gott, nicht schon wieder. Sie müssen doch auf mein... Da ist der Mann. Der Mann aus der. Wo ist mein Vater? Ich bin hier. Wo ist Lukas? Papa? Er ist oben. Das ist immer wieder Besuch nach 10 Jahren hier. Ja, ich hab Bock nicht zu quickscopen, Opa. Was ist das hier? Ist das ein echtes Geschütz aus der Normandie? Ja. Geil, Alter. Es ist sicher. Oh, ich hab einen ihrer Gäste, glaube ich, umgebracht. Ich hab meinen einzigen Freund umgebracht. Du lässt mich in 10 Jahren alleine, dann tötest du meinen Freund. Stein? Stein, nein. Okay, Stein, würdest du sagen, Opa ist hier glücklich? Lukas, Opa. Ruhe jetzt! Dafür töte ich dein Kind! Voll geil, ich hasse den eh. Opa, bist du hier glücklich oder nicht? Sei doch mal ganz ehrlich. Sehe ich glücklich alles. Aus? Sehe ich glücklich aus? Ich meine, du hast eine Folge. Also ich finde, du siehst ziemlich glücklich aus, wenn ich ehrlich bin. Hier. Nee, warte mal. Nein, warte. Sehr gut. Also Sie haben das hier alles gut unter Kontrolle, sehe ich gerade. Natürlich, immer. Mein Sohn, der Stein? Ich will weg. Nein. Ich weiß, ich kann das bei den Familienverhältnissen verstehen. Ich hab Angst. Gut, wollen wir ganz kurz über die Finanzierung reden, weil ich jetzt die Rechnung gesehen habe und ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel Geld. Ich könnte Ihnen aber meinen Sohn Lukas als Anzahlung geben. Ja? Ja. Ja, dann nehmen wir ihn. Lukas, kommst du mal ganz kurz hier vorne in den Kamin? Was denn, Papa? Der Papa hat eine Überraschung für dich. Du hast ja deine Ferien hier richtig genossen, oder? Na, es geht. Die Hexe hat dich ja ein bisschen verzaubert und so, aber es gehört ja alles dazu. Lukas, du darfst jetzt für immer hier bleiben. Ist das nicht schön? Mit Opa? Kinder? Papa, der macht mir Angst. Nein. Zieh mal deine Hose aus, mein Lieber. Nein, ich zieh nicht meine Hose aus.
Mama, ich will nicht bleiben. Ja, das passt. Komm, Stein, Stein, komm, wir gehen nach Hause. Opa, wir kommen dich in 2 bis 6 Monaten wieder besuchen. Komm, komm Stein, auf geht's. Ja, Mama, ihr macht das schon. Auf geht's. Du bist geknechtet, du kleiner Pass. Ja, komm, komm Stein. Mal was unter der Hose. Und komm, ab dafür, ab dafür.